Bin down. Weil ich dachte, man könnte da drüber springen, weil da ein Scheißloch ist. Und man kann da nicht drüber springen. Midwich, da bin ich richtig schlecht. Das ist sehr cool. Oh, Raccoon City, das ist nach Midwich meine Zweitbeschäftigung. Oh, Finn ist dazu getreten. Ich bin down. Weil ich dachte, man könnte da drüber springen, weil da ein Scheißloch ist. Und man kann da nicht drüber springen. Oh. Oh, da kann man wieder nicht springen. Ich hasse diese Map. Ich hasse alles. Ganz ehrlich, du kannst nirgendwo drüber springen, weil das Spiel sagt, ja, wir sind ja Fenster, aber... Aber vor allem, wir haben immer nur so Noobs, mit denen wir spielen. Ja, wobei, mit Glück. Schneller! Ich geb meine Mühe, aber ich finde sie aber nirgends so im Weg. Tot. Ja, das war ja mein Armutszeugnis. Boah, scheiße. Ich hab ja, das weil mir keiner hilft. Weißt du, wir spielen mit Kackspasten, die 5 Spielminuten haben. Und, lol, ist da gerade der Pestdoktor runter? Also, es tut mir leid, also Finn, spiel wieder mit uns. Ich kann nicht mehr mit diesen Flachpfeifen spielen, das geht nicht. Krieg einen Föhn. Nein, Loxi, bitte nicht zu mir. Ah, Mann, ey! Nein, Alter, wie down der Ben schon wieder ist. Oh, wow. Die ist direkt bei mir. Ich renn auch direkt zu meinen. Wow, ich habe wieder eine Stelle, wo man hätte springen können, aber da doch nicht springen kann, weil das Spiel nicht will, dass du springst. Das Spiel will, dass du stirbst. Ja, dann hat sie das Add-on, dass man mangled ist, wenn man getroffen wird vom Ball. Ja, natürlich, ich laufe genau in sie rein. Du hörst doch das Lullaby auf große Entfernung. Ja, aber du hörst nicht in Welt. Ach, egal, ich sterbe eh. Ich gebe diese Runde auf, die gewinne ich auch nicht mehr. Das Problem ist, sie hat mich gesehen, bevor ich viel vom Lullaby gehört habe. Ich bin dumm direkt in sie reingerannt. Ich hatte einfach so Pech gerade, dass ich dachte, Alter, lass mich sterben, ich habe keinen Bock mehr auf die Runde. Läuft nicht. Kann nur sein, dass die im Gebäude ist. Nee, die ist nicht im Gebäude, ne? Würden wir den Terrorradius hören. Sie geht nicht auf mich! Sie geht nicht auf mich! Wow! Ich dachte nicht, dass ich so ein Glück habe. Oh, immer wenn ich vom Gen weggehe, kommt in dem Moment ein zufälliger Skillcheck. Das ist doch ein Witz. Aber ich spiele halt auch gerade echt Versteckspiel mit ihr. Dukio! Sorry. Mann, ey! Steh doch nicht auf, wenn ich dich heil! Dann gehst du jetzt Finn holen. Ich mach hier reparieren. Alter, steht einfach auf, wenn ich ihn heil. Ja, wieso nicht? Weil nein! Er hebt sie auf. Nein! Fuck! So ein Kackspaß! Scheiße, Finn, du bist der Einzige, der was machen kann. Das war's. Wir haben verloren. Was für ein widerlicher Camper. Kannst auch deine Chancen nehmen, Alter, ich noch Leben bin. Alter, was für ein Toxic. Das ist ein Toxic Bastard. Richtiger Toxic Bastard. Was für ein Ficker. Heil dich doch, du Spacko. Komm her, ich heil dich. Also, wenn kurz bevor jemand hakt, unbedingt. Oh Mann, ey, so. Warte, ich kann grad nicht. Oh fuck. Er hat approved herself. Cool down. Gut, war ja klar, dass er mich jetzt down. Ha. Scheiße. Ja, das war's. Dann bringe ich mich jetzt um, dann kriegst du vielleicht die Hatch. Was war das denn? Wir üben.
Pantomime. Ah, ich habe für 3 und 4 gar nichts definiert. Ich habe nur 1 und 2. Ja, es gibt auch nur 1 und 2. Ach so. Können wir einschlagen hier. Ach lol. Oh, die hat aufgegeben, die Arme. Oh, sind wir toxic. Ja, willkommen zu der Folge, die ihr jetzt gerade gesehen habt, nämlich Agroban bei Dead by Daylight. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich diese Aufnahmen gemacht habe. Ich kam in der Vergangenheit wenig dazu zu zocken. Ich wollte euch das aber einfach nicht vorenthalten. Es tut mir leid, ihr seht mich auch ohne Fursuit. Hat den Hintergrund, ich habe den Fursuit schlichtweg vergessen, ins Hotel mitzunehmen. Lange Woche, fragt nicht. Und es ist viel zu warm. Aber ich glaube, das geht euch ja ähnlich. Ich hoffe natürlich, ihr habt viel Spaß und ihr könnt, wie ich jetzt inzwischen gelernt habe, meine Ausraster so ein bisschen verstehen. Oder mitfiebern und euch mitfreuen und vielleicht auch ein bisschen lachen. Ich wollte auch ganz kurz Feedback geben zu, wie es jetzt mit der Diät läuft, weil ich habe ja manchmal so Videos, wo es vorkommt und wo es dann wieder nicht vorkommt. Und jetzt kann ich euch sagen, es läuft gut. Also ich bin jetzt bei 115,6 habe ich gestartet und ich bin jetzt nach 7,5 Monaten bei 100, unter 108. Also ich war heute früh bei 108,0, aber wir hatten jetzt einen Firmenlauf von 5 Kilometern. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es ein bisschen sich reduziert hat. Aber ja, genau, so viel dazu. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu den Patrons. Hier hat sich auch ein kleines bisschen was getan. Daher ein riesiges Danke an meine 6 ultimativen Flauschis. Egima Blauflügel, Stuli, Wolfi Fotodraco, Dabarf, Grey the Furry und Seratul 20. Nicht zu vergessen die unglaublich fluffigen Flauschis. Ino, Prien, Paco, Lust Fox, Red Fox, Freezy, Percy, Swally Wolf, Medinos, Razor, Fluff, Simfote, Wolfralle und Toni. Euch allen ein riesiges Danke und auch allen weiteren tollen Flauschis. Ihr macht das möglich, unter anderem, dass ich jetzt ein neues Objektiv für die Kamera geholt habe. Ich kann jetzt näher ran. Das macht den Ton besser. Und hoffentlich die Videoqualität auch. Schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Bleibt flauschig. Ich bin es jetzt ja gerade nicht. Übrigens, ich vergesse sowas, wenn ich den Fursuit nicht anhabe. Über mir könnt ihr mich natürlich abonnieren und dort drüben kommt ihr zu Agroban Teil 1. Ich bin gerade nicht sicher, ob das ab 18 ist, weil es auf dem alten Kanal ist. Und darunter zu einem weiteren Video von meinem Kanal. Der Algorithmus wird es euch vorschlagen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und bleibt flauschig. Ciao.